Wenn einem an der Straße ein Wohnmobil entgegenkommt, dann sieht man meistens dasselbe Bild. Der Mann fährt und die Frau sitzt einfach daneben. Bei uns war es nicht anders. Timo sitzt fast immer am Steuer und ich daneben. Der Camper ist für mich immer schon viel zu groß und auch viel zu breit gewesen. Jeden Tag hatte ich neue Ausreden, warum ich den Camper nicht fahren konnte oder eher wollte. Schlagartig änderte sich alles und Timo konnte wegen seiner Verletzung von einem Tag auf den anderen nicht mehr am Steuer sitzen. Ich musste dran und den großen Camper ganz alleine fahren. Und ich muss sagen, das ist immer noch eine große Überwindung für mich, den Camper in einem fremden Land auf unbekannten Straßen zu fahren. Und dann haben wir auch noch eine der schwierigsten Straßen in Chile ausgesucht, die Carretera Austral. Und ich muss zugeben, ich habe wirklich sehr großen Respekt davor. Willkommen in Chile! Wir haben etwas Pech mit dem Wetter. Es ist nur am Regnen und wenn man sich die Straße genauer anschaut, dann ist es so eine lehmartige Straße. Und man muss höllisch aufpassen, dass man nicht zu weit nach rechts fährt, weil es ist richtig matschig geworden und wenn wir Pech haben, bleiben wir stecken. Asphaltstraße, Alina! Yeah. Die Carretera Austral wird in den letzten Jahren ziemlich intensiv ausgebaut, also immer mehr Straßen werden asphaltiert. Ja. Aktuell kann man so sagen, vielleicht 50% hier in der mittleren Passage sind bereits asphaltiert. Ja. Und der Rest ist aber immer noch Schotter in mäßiger Qualität, würde ich jetzt mal sagen. Also ich würde sagen, in sehr schlechter Qualität, ja. Mit Waschbrettpassagen. Jetzt können wir wieder Luft drauf machen übrigens. Ach ja, stimmt. Ja. Weiter geht's. Guck mal, Alina, als wird der Berg brennen da oben. Ich muss sagen, ich nehme doch das Wetter gerade. Das sieht so schön aus, die Natur bei Regen. Das ist so mystisch. Ich gerade so vor, als würden wir durch den Regenwald fahren. Das ist echt faszinierend, diese Berge. Endloses Grün überall. Absolut, ja. Diese Stimmung, die gerade so rüberkommt. Ach, guck mal, da unten können wir doch parken über Nacht. Ist halt die Frage, soll ich lieber zuerst gucken, wie zugänglich das ist und ob wir morgen wieder rauskommen, weil es ist ganz schön schlammig. Deshalb. Willst du erst mal gucken? Ich will erst mal schauen. Ah ja, okay. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Also ich glaube, hier bleiben wir. Ein bisschen tricky vom Boden her. Ja. Bisschen uneben, aber sonst richtig, richtig schön. Ah ja, cool, dann nehmen wir den, oder? Ja. Das heißt, langsam fahren. Ja, passt doch. Ja. Ist doch schön hier. Etwas
abenteuerlich, die Zufahrt, aber an sich ja nichts, wo man stecken bleiben kann, denke ich. Da würde ich nicht stehen, da wo das Schild ist. Da bleiben wir stecken. Also entweder hier oder da hinten. Der Stellplatz. Haben wir was gefunden. Und was für ein schöner. Ich würde euch den Stellplatz gerne zeigen, aber es regnet noch so sehr und ich will nicht rausgehen. Ich hoffe, dass es morgen weniger regnet und dann zeige ich euch den Platz morgen. Gute Nacht. Weiter geht's. Weiter geht's. So ein schöner Stellplatz, den verlasse ich so ungern. Wenn man nach rechts und links schaut, dann sieht man in den Bergen überall kleine Wasserfälle runterlaufen. Und ich hoffe ja, dass wir auf dem Weg noch einen sehen, wo wir noch halten können, den wir dann von nahen anschauen können. Das wäre richtig cool. Wir haben eigentlich damit gerechnet, dass das hier auch eine Schotterpiste ist, weil das im Navi so angezeigt wird. Aber siehe da, es ist eine komplett neue Straße aus Beton, glaube ich, gell, Timo? Sieht so aus, ja. So kommen wir doch schneller voran. Ja, voll gut. Zwischen dem Pazifik und den Anden hat Chile tatsächlich noch Regenwälder. Es sind gemäßigte Regenwälder mit sehr hohen Niederschlagsmengen und vergleichsweise milden Temperaturen im Winter. Alina, siehst du, was ich sehe? Schotterpiste. Ja. Ja. Mal gucken, wie viele Kilometer die jetzt dauert. Oh, die sieht aber auch fies aus. Die sieht richtig fies aus. Wow. Okay. Oi, oi. Erster Gang. Alina lässt jetzt wieder ein bisschen Luft aus den Reifen, weil wir damit rechnen, dass die Straße jetzt erstmal für längere Zeit so schlecht bleibt, wie sie hier ist. Aber die Straße ist so schön, überall rechts und links undurchdringlicher Wald, der wie Regenwald aussieht. Wenn man oben in die Berge guckt, sind da überall Gletscher und Wasserfälle. Also ist gar nicht so schlecht, dass wir jetzt ein bisschen langsamer fahren müssen. Da können wir uns alles ein bisschen besser angucken.
in der Nähe gibt es einen Wasserfall, an dem man auch nah genug drankommt. Und da gehen wir jetzt mal hin. Das sieht die Natur, oder? Das ist mal eine ordentliche Steigung hier, oder? Ja. Da geht's zu den Wasserfällen. 200 Meter, Timo. Schaffst du das? Ich hoffe, dass der Weg gut ist. Es ist nicht nur der Wasserfall, das ist ja alles drumherum, was mich so beeindruckt. Mega schön. Geschafft. Alle Adiletten sind drin, ja? Gerade ist die Schotterpiste ganz gut, würde ich sagen. Mhm. Aber vorhin, das war ja echt. Also, das war richtig herausfordernd, ne? Ja, die Serpentinen runter, da war die Straße schon sehr schlecht. Ja. Such dir hier den besten Weg raus, bitteschön. Wo lang führt der? Durch das alles nimmt kein Ende. Ja, vor allem das Gemeine ist, die eine Hälfte der Fahrbahn wird schon gemacht. Ja. Die ist richtig gut und wir plagen uns hier mit den ganzen Schlaglöchern rum. Meine Güte. Vor allem da vorne, ja. Das ist ja. Bitte nicht, weißt du? Halt schon so eine halbe Stunde so, ne? Und nur noch 8 Kilometer, Alina. Hey, 8 sehr lange Kilometer. Ja. So, ich glaube, ich fahre jetzt mal durch die Mitte, mal gucken, wo der beste Weg ist hier durch. Aber es geht ja nicht nur uns so, ne? Jeder fährt hier so langsam durch. Auch die SUVs. Ich bin echt froh, wenn die Straße vorbei ist, Alina. Was denkst du, ich? Wasser. Ching, ching.
freut ja, sich jemand. Asphalt! Scheiß Straße, Mann! Die kann mir echt gestohlen bleiben. Die letzten 30 Kilometer, die haben sich echt gezogen. Ich hätte ja gesagt, okay, das, was wir letzte Woche gefahren sind, das war sehr herausfordernd. Aber nein, das war sehr herausfordernd. Dann fahren wir gerade hier rein, oder? Krass, dass wir wieder am Meer sind, oder? Ja, voll, finde ich auch. Das Meer war immer so weit weg. Das hier? Was ist das? Ein Blumenkohl. Das sieht gar nicht blumenkohlig aus. Das ist irgendwie eingefärbt, keine Ahnung. Einen anderen haben wir hier nicht bekommen. Guck mal, es hat echt alles reingepasst. Ja. Voll gut. Der lilane Blumenkohl sieht jetzt so aus. Ich bin mal gespannt, ob er auch so schmeckt, wie er aussieht. Schmeckt gut. Ja, passt doch. Mhm. Ja. Man kann es essen. Man kann es essen. Ja. Fahren wir weiter, komm. Ich bin auch ganz schön müde, ey. Ich bin froh, wenn wir heute ankommen. Ja, die Straße war heute echt mega stressig, finde ich auch. Total. Es sind alle Schüchern da? Alles abfahrbereit, sieht so aus. Okay, dann let's go. Tricky Ein- und Ausfahrt wie immer. Einfache Ein- und Ausfahrten, das wäre ja zu leicht, ne? Aber wir wissen ja, hier fängt der Asphalt an. Ja. Das war's mit guter Straße. Ja? Ja, sieht's aus. Baby, da musst du da an den Laden. Rosarita, du sagst, komm und dann go. Ich zweifle, dass hier eine Tankstelle ist. Nee, warte, da hinten sehe ich irgendwelche Flaggen. Wenn eine Tankstelle so aussieht, dann bist du wirklich am Arsch der Welt. Hey, die hat nur diese, oder was? Scheint, ja. Ach, tatsächlich. Ach, was. Hey, warst du schon mal an einer Tankstelle, die nur Diesel hatte? Aber es wundert mich nicht. Wir sind schon mal 50 Kilometer Umweg gefahren, weil eine Tankstelle gar kein Diesel hatte. Das ja. Ist echt, also hier ist echt verrückt. Leider true. Leider true. Aber jetzt füllen wir erstmal wieder Luft auf die Reifen, ja. Weil jetzt die Straßen besser werden sollen. Ja. Ja, der Kompressor hier war ein bisschen schwach. Leider konnten wir hier nicht all unsere Reifen wieder aufpumpen. Wir mussten selbst noch ein bisschen nachpumpen mit unserer kleinen Pumpe. Ja. Ach, schade, aber jetzt suchen wir uns einen Stellplatz. Oh, ging doch, oder? Ja. Jetzt stehen wir mittendrin, ja. Hoffentlich. Ah ja, okay. Ist doof, oder? Doch, passt. Sehr gut. Ich wollte eigentlich recht gerade stehen, wir sind recht gerade. Alina hat sich direkt ins Bett verzogen, die ist ganz schön platt. Aber wer will sie verdenken? Das war heute eine wirklich anstrengende Straße. Ich bin erledigt. Ich glaub's dir. Es war aber nicht nur eine anstrengende Straße, die war auch wunderschön. Es war vielleicht die schlechteste und beste Straße, die wir je gefahren sind. Und mit schlechteste meine ich die Straßenqualität und mit beste meine ich die überragende, umwerfende Natur, durch die wir gefahren sind. Ja, irgendwie gehört das zusammen, würde ich sagen. Ja. Also das eine gibt's ohne das andere einfach nicht. Ja. Aber ich denke trotzdem, wir machen Feierabend für heute und sehen uns morgen wieder. Thank you.
da, wie matschig das ist. Wie viele Stunden haben wir? Oh Gott. Oh Gott, ey. Oh, ey, da ist mein Puls auf 180, gell, bei solchen Stellen. Jetzt ohne Mist. Das war doch kein Thema. Ja, ich habe immer so voll den Schiss, jetzt sich festzufahren, weil da müsste ich wieder alles alleine machen, weil du kannst ja nicht laufen, ne? Und deswegen versuche ich jetzt alles zu vermeiden, solche Stellen. Vor allem jetzt, ne? Aber egal. Es hat zum Glück mittlerweile aufgehört zu regnen und jetzt ist so eine ganz mystische Stimmung draußen. Überall zieht so der Nebel über diesen kalten Regenwald. Das ist er nämlich. Verlassen wir die Carretera Austral. Es war bislang eine sehr, sehr schöne Straße. Ich würde persönlich sagen, mit die schönste Straße bislang, die wir in Südamerika gefahren sind. Ja, oder? Vielleicht generell. Die ist wirklich, wirklich traumhaft. Mit die anstrengendste, aber auch wirklich mit die schönste Straße. Für uns geht's jetzt aber Richtung Osten. Wir fahren Richtung argentinische Grenze. Und davor wollen wir uns noch ein kleines Örtchen anschauen. Ich glaube, das heißt Futalefu und soll auch sehr schön sein. Vor allem der Weg dahin soll sehr schön sein. Natürlich wieder Schotterpiste, so über 100 Kilometer, glaube ich. Aber ich meine, wenn man was sehen möchte, muss man einfach den Weg fahren. Oh nö. Aber zuerst gibt's eine kleine Stärkung, bevor es für uns dann weitergeht. Schotterpiste wieder. Startet mit fiesen Schlaglöchern. Hier verlassen wir die Carretera Austral. Ja. Und zwar da lang. Oh, Scheiße. Die Straße ist wieder nicht so gut. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt wieder Luft rauslassen müssen. Muss halt sein. Wir wollen ja eigentlich in die Stadt Futalefu fahren und kurz vor der Stadt sind wir auch, aber jetzt haben wir so einen schönen Fluss gefunden und da wir uns ganz gerne noch mal waschen, bevor wir in die Stadt fahren, haben wir uns gedacht, wir gucken mal, vielleicht kann man ja hier irgendwo noch mal reinspringen.
Ich bin total verfroren gerade. Mir ist einfach die ganze Zeit so kalt. Ich habe jetzt auch Timos Daunenjacke an. Es war irgendwie so ein bisschen zu viel für mich in der letzten Zeit und deswegen muss der Timo jetzt alleine baden gehen. Aber ich glaube, er genießt es gerade. Schön, gell? Oh ja. Oh, so schön, dass gerade die Sonne noch rausgekommen ist. So wirkt es einfach alles ganz anders. Das hier ist so ein kleines, typisches Bergdörfchen in Chile. Die sind irgendwie alle ähnlich gebaut. In der Mitte gibt es immer so einen großen Platz, wo man ein bisschen rumlaufen kann, mit gleichzeitig Spielplatz. Und umrundet ist es alles von wunderschönen Bergen. Scheint hier sogar ein ganz normaler Kaffee zu sein. Normalerweise kriegt man hier Instant-Kaffee, aber das scheint tatsächlich aus einer Siebträgermaschine zu sein. Ja, das ist lecker. Sehr gut. Also das sind Churros. Ja, Menge Zucker. Aber lecker. Ja? Schon okay, aber jetzt nicht so mein. Das war's jetzt mit unserem Ausflug auf der Carretera Austral. Für uns geht's jetzt weiter nach Argentinien. Und ich fand's persönlich super schön. Es war total anstrengend für mich auch, weil ich nur gefahren bin hauptsächlich. Aber diese Aussichten, das war einfach nur ein Traum. Ich würde auch wirklich sagen, das war mit die schönste Straße, die ich je gefahren bin. Aber auch die schwierigste mit den ganzen Schlaglöchern und Schotterpiste ohne Ende. Aber ich bin gespannt, wie es nächste Woche für uns weitergeht in Argentinien. Wird uns natürlich sehr freuen, wenn ihr einschalten würdet. Genau, und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Abo nicht vergessen. Und bis nächste Woche. Ciao. Ciao.